gestern, bevor Kurt damit angefangen hat. Ich will von der ganzen gequirlten Kacke nicht mehr hören. Mich interessiert nur... Er war ein Flegel, aber er war so... so kraftvoll. Mach ein Foto, bevor er total austrocknet. Du flatterst durch das Vor und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du... Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht sollte ich's mal... Wisst ihr was? Malerei, Musik, das ist alles nur fauler Zauber. Kona, Ryan um den kleinen Finger gewickelt. Und womit? Dadurch, dass er ihm sagt, was er hören will. Steh auf, Rapture, hebe dich. So ein Blödsinn. Der Quatsch war schon Schnee von gestern, bevor Kona damit angefangen hat. Ich will von der ganzen gequirlten Kacke nichts mehr hören. Mich interessiert nur, dass der alte Sack mich hier behält. Ihr Glas, ich nehm's ab! Nein! Feuerfest!
Die Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugutekommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben, nämlich in unseren. Kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Cohen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem, was er wegputzt, ändert es nichts. Bist du Cohens Botenjunge? Ich hab was für diesen Vogel! Bleib ein bisschen bei meinen Kätzchen, Süßer! Thank you.
Zeig es mir. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Es ist wunderschön. Du wirst sehen, dein Weg zu Ryan ist jetzt frei. Richte ihm einen Gruß von Sender aus. Ach ja, du darfst dir eines meiner bescheideneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren worden. Und jetzt geh! Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchkugel zu machen? Sieh zu, dass du nach Hephaestus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Geh! Hey. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. Aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt.